Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet aus North Carolina heute. Denn wir wollen natürlich noch ein paar Fische mit dem Ultralight DLC fahren, beziehungsweise mit Ultralight Equipment. Ihr müsst natürlich nicht unbedingt die DLC-Route nehmen, ihr könnt auch einfach die aus dem Shop nehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt hier im Shop habe, ich befürchte fast nicht, aber da gibt es ja auch die für Gold zumindest, glaube ich. Die haben auch 1 bis 9 Gramm Wurfgewicht. Also soll das damit auch passen. Oh, guck mal hier, sogar dieses Ultralight hier auf dem lokalen Shop, Elemental 200 mit 2 bis 9 Gramm. Mit der könnt ihr das nämlich auch machen, denn wir brauchen auf jeden Fall leichte Köder, beziehungsweise kleine Köder. Die kosten zwar das Gold, aber reißen eigentlich nicht so oft ab. Ich werde natürlich hier meine DLC-Route nehmen, aber wie gesagt, ihr könnt auch durchaus eine andere nehmen. Ich habe die Featherlight 215 am Start, die Espira Slim 1500 und die 020er Fluoro. Deshalb habe ich auch die schwerere DLC-Route genommen und nicht die leichte, weil die hat halt mit der Espira 1000 nur 2,3 Kilogramm am maximalen Widerstand und da war die Fluoro-Schnur einfach drüber. Ich weiß gar nicht, was genau die trägt. Ich glaube 2,6 oder sowas um den Dreh oder 2,7. Und damit wir da einfach die Schnur als das schwächste Glied behalten, habe ich einfach die Route mit der stärkeren Rolle genommen. Und hier sehen wir auch schon den Köder. Der Nanospoon 4 Gramm Größe 1. Ist eigentlich egal, welche Farbe. Mit dem gelben habe ich ihn auf jeden Fall auch schon gefangen. Die gestreiften habe ich noch nicht versucht, aber wüsste nicht, warum das nicht gehen sollte. Also denk mal schon, dass das funktioniert. Die Spinne habe ich auch noch nicht versucht in der Tat, aber die sind auch ein bisschen größer mit 1,0. Weiß nicht, ob das noch funktioniert. Aber ich bleibe einfach bei dem Spoon, denn der funktioniert leider nicht ganz so gut, wie eigentlich erhofft. Aber, beziehungsweise nicht, sobald ich den Fisch für die Aufnahme brauche, denn davor habe ich ihn eigentlich ganz gut gefangen. Und jetzt habe ich 2 Tage versucht, den Fisch zu fangen. Mehrere Stunden. Real-Life-Stunden, ja, nicht hier In-Game-Stunden. In-Game-Stunden war das auch ein paar, aber Real-Life-Stunden habe ich hier versucht, den einzigartigen zu erwischen. Jetzt geht hier mein Steam, wer auch immer mir gerade schreibt, ich bin nicht da. Und dann habe ich es jetzt endlich mal geschafft, hier den einzigartigen weißen Crappy zumindest zu fangen. Den anderen gibt es natürlich auch, den schwarzen Crappy, aber ich habe mir gedacht, komm, ne. Sobald du jetzt einen im Cache hast, machst du die scheiß Aufnahme und dann ist gut so. Ich habe auch noch das Bild von dem, aber ich habe den Drill selber nicht, weil der ist eigentlich relativ unspektakulär. Den zieht man halt so aus dem Wasser raus. Zumindest war das bei dem jetzt der Fall. Und bei den anderen auch meistens die Forellenbarsche. Die kämpfen schon fast ein bisschen mehr als die Crappies dann letztendlich. Aber na gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dann ein Bild von dem hinten dran schneide. Wahrscheinlich eher nicht. Also, keine Ahnung. Braucht man ja nicht unbedingt sehen. Aber hier im Catcher ist er drin, also fangen lässt er sich auf jeden Fall, genauso wie der Schwarze, wie gesagt. Die Zeiten kommen wir gleich dazu. Erstmal gehen wir jetzt hier ans Gewässer und hauen uns hier schön den Köder ins Wasser. Wolkigen Tag haben wir, 17.07 Uhr, das passt noch von der Zeit her. Und dann gucken wir uns erstmal die Spots an, bevor wir zu den Zeiten übergehen. Ja, können wir einmal den schwarzen Crappy machen. Erstmal eine Route natürlich nehmen. Mit der Poseroute hier werden wir nichts fangen. Der schwarze Crappy, gehen wir einfach nach rechts hier so ein bisschen. Ich gehe mal so, dass ich ungefähr... Jetzt habe ich hier wieder keine Route in der Hand. Einmal kurz escapen. Dass ich ungefähr den Baum da hinten, also den jetzt hinter dem blauen, der an Land ist, so leicht rechts versetzt von dem hier im Wasser habe. Weil so kann ich mir das ungefähr merken, wo ich dann hier ungefähr am Ufer stehe. Und dann kann man eigentlich hier links ran vorbei werfen an dem Baum oder rechts ran vorbei, hier so dazwischen. Und da beißen dann auf jeden Fall schwarze Crappies, aber man hat halt auch relativ viel Beifang. Man muss auch gar nicht so weit werfen, wie ich jetzt gerade werf. Reicht, wenn man so, was weiß ich, 23 Meter wirft oder sowas, 22 um den Dreh. Oh, guck mal, ich habe sogar 23 Meter, perfekt. Und dann mache ich das nicht wie sonst mit Stop and Go. Normalerweise bevorzuge ich Stop and Go tatsächlich, weil man halt ein bisschen langsamer führen kann. Lift and Drop natürlich. Aber hier machen wir das tatsächlich mit Stop and Go, weil die Bisse teilweise sehr zaghaft kommen und wenn ich mit Stop and Go angel, dann ist die Belastung halt kaum vorhanden auf den Balken und man sieht die Bisse dann relativ gut, wenn die dann ein bisschen höher ausschlagen. Wenn ich jetzt Lift and Drop mache, ich kann das mal kurz einmal anmachen, ja, da sehen wir schon den Ausschlag auf den Balken rechts, ist dann einfach bei jedem Liften ziemlich hoch und man bekommt die Bisse halt nicht immer so ganz gut mit, wie bei Stop and Go in dem Fall. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, die hier mit
Stop and Go zu befischen und auch hoffentlich rauszuziehen. Jetzt bin ich jetzt natürlich nicht in der schwarzen Crappy Buy Site. Das kommt jetzt natürlich noch dazu. Zumindest nicht in der Uni Buy Site, denn die liegt tatsächlich von, lass mich auf den Zettel gucken, schwarzer Crappy Sonne 5 bis 9 Uhr morgens sowie 19 bis 21 Uhr abends und bei Wolke von 9 bis 10 Uhr morgens. Und für den weißen Crappy, in dessen Zeit wir uns jetzt eigentlich befinden, haben wir bei Sonne von 9 bis 11 Uhr morgens und bei Wolke von 16 bis 19 Uhr abends. Da befinden wir uns jetzt drin. Oh, habt ihr gesehen, da kam der Zupfer, aber leider nichts zu machen. Könnte auch eher ein weißer Crappie gewesen sein, weil der relativ hier vorne gebissen hat. Sobald es hier Richtung Kraut geht, kann das auch ein weißer Crappie sein oder auch wenn wir zu weit werfen, da hinten vor die Krautbank. Da könnte es auch ein weißer Crappie werden. Ich habe aber versucht, tatsächlich von der anderen Seite an der Krautbank hier lang zu fischen, aber da muss man leider zu schräg anwerfen. Man kann nicht so weit hinaus, dass man da tatsächlich schön an der Kante entlang fischen kann. Das wird interessant, glaube ich, wenn da die Boote kommen und man sich da ein bisschen besser positionieren kann, aber im Moment ist da vom Ufer leider nicht so viel zu machen. Ich denke mal, dass da auch durchaus der ein oder andere weiße Crappie zu holen ist an der Krautbank da vorne und deshalb auch durchaus natürlich der einzigartige. Aber ich werde den gleich woanders angeln, denn der ist eigentlich relativ weit verbreitet hier. Gibt eigentlich genug Spots, wo man den fangen kann. Und da gucken wir mal. Da kam mal kurz ganz leicht der Ausschlag, man sieht den kaum, aber der Fisch ist dann am Start. Und was haben wir am Stissel? Ja, guck, direkt den schwarzen Crappie haben wir den schon mal wenigstens abgehakt, auch wenn das jetzt natürlich kein einzigartiger ist, aber der Ausschlag war halt sehr gering und da war halt keine Bremse und nichts zu spüren und den hätten wir mit Lift und Drop wahrscheinlich vielleicht mit Glück gehakt, weil wir gerade im richtigen Moment dann angeschlagen hätten, aber hätte auch durchaus passieren können, dass der uns dann eben abhanden gekommen wäre. Ja, wie gesagt, schwarzer Crappie, ich werfe den meistens links vorbei, aber das ist persönliche Vorliebe, wir könnten genauso gut rechts hier durchwerfen. Ich habe das Gefühl, dass hier ein bisschen mehr Schwarzbarsche und Forellenbarsche beißen als Beifang und man, ja, wobei Hänger kriegt man hier auch an der Seite, wenn man zu nah an den Baumstamm ranwirft. Ja, wenn ich jetzt so werfen würde, hätte ich hier direkt einen Hänger auf dieser Höhe hier. Deshalb versuche ich mal so ein bisschen links dran vorbeizukommen, ist aber nicht ganz so leicht manchmal mit der Strömung, deshalb hängt man da auch teilweise fest. Aber man bekommt es eigentlich relativ gut los. Und an der Stelle hier, wie gesagt, kann man die auffangen, aber halt auch ein bisschen beifangen. Aber ob das jetzt mehr ist unbedingt als hier, keine Ahnung, persönliches Empfinden. Weiße Crappies kennen wir ja schon eigentlich aus dem Video mit der Pose, wie wir die vorher mal gefangen haben. Stehen ja hier so an dem Krautfeld hier an der Kante. Deshalb können wir natürlich einfach von hier angeln. Das Problem ist, nee, warte, doch, ist ein Problem, denn ich kriege jetzt hier die Rute raus. Und die ist ziemlich kurz, das heißt, ich hänge hier oft in dem Kraut hier unten drin und manchmal kriegt man den auch da nicht mehr da raus. Und deshalb finde ich die Stelle nicht ganz so gut und man müsste auch, man kann dann halt hier nicht so ganz gut an der Kante lang werfen, ne? An der Kante hier kann man nicht wirklich lang, weil man die Rute nicht lang genug hat und da durchziehen beschädigt auch viele Hänger. Man könnte sich natürlich jetzt nach hier hinten stellen und dann hier an der Kante lang ziehen. Das würde klappen. Aber ich drehe mich einfach um und mache das an der Seite hier. Denn hier, ich gehe mal kurz näher ran, dann sehen wir das besser. Ist hier auch ein Krautfeld. Sogar mit Muscheln auf dem Stein, die sehe ich gerade auch zum ersten Mal. Ich glaube, es sollen zumindest Muscheln sein. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, sieht aus wie so ein kleines Muschelpaket. Ach, guck mal, hier sind auch ganz viele. Alter. Hallo Muscheln. Na? Muschel, 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 Muschel. So, also. Hier ist natürlich auch dann das Algengestrüpp. Und da stellen wir uns einfach ein bisschen weiter weg von. Und dann können wir hier schön an der Längskante hier langfischen, werfen ein bisschen nach dahinter. Und dann gucken wir mal, ob noch ein weißer Crappie anbeißen will. Natürlich werden wir jetzt keinen Trophäenfisch erwischen wieder, beziehungsweise keinen einzigartigen. Trophäen vielleicht noch. Aber die Unis, die sind schon ein bisschen zickig, aber lass dich auf jeden Fall so fangen. Da haben wir auf jeden Fall schon mal den ersten Fisch. Gucken wir mal, was das wird. Könnte sogar ein Crappie sein. Oder eben auch ein Kübiscam-Barsch, denn die sind da hinten meistens, wenn die so früh schon beißen. Könnte es fast einer sein, aber das wird ein Crappie tatsächlich. Da, der weiße Crappie auch direkt am Start. Auch er ein kleiner mit 250
65 Gramm aber schon mal die beiden Zielfische direkt auf den Ultralight-Spinner erwischt. Also seht ihr schon, man kann sie damit fangen und dementsprechend dann natürlich auch in allen Größen. Haben wir im Kescher gesehen. Einzigartige drin, Trophäenfische. Weiß ich gar nicht, ob da einer drin war, aber lassen sich auf jeden Fall auch damit fangen. Von daher alles cool, wenn man die damit denn fangen möchte. Wahrscheinlich geht's mit Pose tatsächlich dann besser, aber das Ding ist halt, dass man, ich weiß gar nicht genau, was für ein Level die Ultralight Spoons haben, aber ich könnte mir fast vorstellen, aber den nächsten, dass die wesentlich geringer sind, zumindest als die Leeches, denn die Blutegel, die sind ja bei Level 21 oder sowas und die sind ziemlich gut für die Crappies, aber dementsprechend halt auch erst relativ hoch im Level und da angelt natürlich dann keiner mehr auf Crappies, außer mal just for fun. Aber mit so einem Ultralight-Spinner, ich denke mal schon, dass die auch relativ gering dann sind. Vielleicht gibt es die sogar hier im Shop, muss ich gleich mal gucken. Wenn es hier schon eine Ultralight-Route gibt, könnte das durchaus sein, dass sie vielleicht auch den einen oder anderen Spinner hier dazugepackt haben. Aber ich denke mal, auf jeden Fall sollten die unter Level 21 sein, weil die Spinner, die normalen Forellenspinner sind ja auch, was weiß ich, Level 3, 4, 5, 6, irgendwie sowas um den Dreh. Aber ich werde gleich mal kurz im Shop nachschauen, ob die denn hier an dem lokalen Shop auch sind. Da bekommen wir tatsächlich immer so einen Hänger auf 10, 11 Meter, je nachdem, wie weit wir jetzt hier letztendlich stehen. Wir können natürlich noch ein bisschen näher ran und dann ein bisschen steiler den Winkel abfischen. Aber ich stelle mich mal ein bisschen weiter zurück, damit ich halbwegs an die Kante rankomme. Da ist dann so eine Krautbank, aber da ist mir noch nie was abgerissen. Deshalb ist es eigentlich nicht so dramatisch. So, Spoons gibt's hier tatsächlich, die Nano-Spoons. Guck mal, sogar die beiden, die ich meinte. Mit Level 7 kann man die haben. Und das ist natürlich dann schon ein Unterschied, ob man die jetzt die Crappies mit Level 7 fangen kann oder eben mit Level 21. Ich weiß auch gar nicht, ob man die... Na gut, man kann die natürlich auch noch mit Würmern oder so fangen, aber da ist natürlich die Ausbeute dann noch wesentlich geringer als letztendlich mit den Spoons, auch wenn das bei mir jetzt ein paar Stunden nicht geklappt hat, aber das war einfach wie verflucht. Ne, ihr kennt das ja, sobald man den Fisch haben möchte, dann möchte er nicht beißen und gerade bei Aufnahme ist das natürlich immer nochmal eine extra Portion Glück, die man da braucht, um den Fisch dann letztendlich landen zu können. Aber einfach nicht aufgeben und weitermachen, ganz ruhig bleiben. Ich glaube, einmal war ich richtig nah dran an so einem einzigartigen schwarzen Crappie. Der hatte irgendwas über 900 Gramm und kurze Zeit später habe ich einen im Chat gesehen mit 950 Gramm und der war einzigartig. Und ich hatte, was weiß ich, 930 oder sowas um den Dreh. Da war ich schon ein bisschen gereizt, möchte ich sagen, ja. Aber dann habe ich gedacht, komm, scheiß auf den schwarzen Crappie, ich gehe auf den weißen. Weil man auf den weißen tatsächlich auch noch weniger von dem erwähnten Beifang hat. Hierbei ist auch ab und zu mal so ein Forellenbarsch oder so ein Kürbiskernbarsch, aber bei den Bäumen ist das schon ein bisschen höher noch mit dem Beifang als hier und die Weißen, habe ich auch das Gefühl, beißen ein bisschen besser als die schwarzen Crappies. Dementsprechend habe ich mich dann letztendlich dazu entschieden, davon einen aus dem Wasser zu ziehen, in der Hoffnung, dass das schneller geht. Ob es jetzt letztendlich schneller war als mit dem schwarzen, weiß ich nicht, aber für irgendwas muss man sich entscheiden. Und da habt ihr gesehen, da kam wieder so ein Ausschlag, da muss man dann einmal anschlagen und dann hängt der Fisch auch dran. Und das ist ein Kürbiskernbarsch in Trophäengröße wahrscheinlich. Jawohl, 304 Gramm. Ich glaube, ich habe noch keinen normalen Kürbiskernbarsch damit gefangen, die waren alle Trophy-Size. Aber auch nicht unser eigentlicher Zielfisch. Mal gucken, ob wir zumindest noch einen Crappy in Trophäengröße rausbekommen. Aber wie gesagt, wenn man auf so kleine Fische geht, dann muss man auch durchaus mal bei der Führung variieren. Dafür gibt es die verschiedenen Führungsmethoden und man erkennt einfach die Bisse dann wesentlich leichter und besser, als wenn man das mit Lift and Drop da immer die ganze Zeit in der Unruhe halten würde und man da nicht viel sehen kann.
Das war aber keiner. Da habe ich kurz einen kleinen Zupfer gesehen, aber das habe ich mir wohl nur eingebildet. Da auch das kann natürlich dann durchaus passieren, dass man glaubt, der blaue Balken ist höher, als er letztendlich war und dann einfach mal anschlägt. Aber ich sage immer lieber einmal zu viel anschlagen als einmal zu wenig. Jetzt möchte aber wieder keiner. Ich habe auch das Gefühl, dass die tatsächlich so um 16 Uhr bei den wolkigen Tagen ein bisschen besser beißen als dann gegen Abend hin. Auch wenn die da 3 Stunden Beißzeit haben, aber weiß nicht, irgendwie fange ich bei 16 Uhr meistens mehr als dann hier, wenn es ein bisschen später wird. Ich weiß auch gar nicht, was das Diagramm sagt. Das könnte natürlich auch damit zusammenhängen. Da war Nachläufer. Ah, die Angebote wurden zum Wasser gezogen. War auf jeden Fall ein Crappy da. Ich habe den kurz mal gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt auch gesehen habt, aber der schwamm hier unten mit der Flosse rum. Das kann immer mal passieren. Aber wenn er dann schon so nah vom Ufer ist, dann ist er schwer dran zu bekommen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass er am Haken hängt und den nach links zieht. Aber da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen getäuscht. Deshalb könnte man auch natürlich auch, wenn man jetzt hier Richtung Uferbereich vor die Füße kommt, bisschen mit der Rollengeschwindigkeit runtergehen, um da die Nachläufer nochmal vor allem erstmal zu erkennen und dann auch noch zum Anbiss zu verleiten, indem man die nicht so aus dem Wasser haut, wie ich gerade. Aber wir haben ja den nächsten am Start, aber das ist auch ein Kürbiskern, glaube ich. Sieht zumindest so einen roten Bauch da schimmern, also ziehen wir den mal. Ebenfalls an Land, jawohl, auch ein Trophäen-Kürbiskernbarsch. Schöner Fisch, aber nicht das, was wir haben wollen. Aber egal, wir haben ja schon unsere beiden Fische gefangen. Und mit dem Beifang leben wir natürlich auch. Da war wieder ein Zupfer, aber der wollte nicht zupacken. Da ist der nächste. Ah, der ist schon ein bisschen stärker, aber das ist, glaube ich, eher ein Forellenbarsch. Merkt man relativ schnell, wenn die an die Oberfläche kommen, so wie der jetzt hier. Wobei der ist ein bisschen buggy, glaube ich. Der zappelt durch die Luft. Alles klar. Aber normalerweise, wenn die so rechts, links flitzen, dann sind es immer Barsche, ob Forellenbarsch oder Schwarzbarsch. Sei mal dahingestellt, aber wenn die so schnell links, rechts durchs Wasser toben, sind es auf jeden Fall keine Crappies. Ich habe noch keinen Crappie gehabt, der das macht. Und die fliegenden Fische gibt es tatsächlich immer noch, obwohl vorgestern, glaube ich, ein Fix rauskam, wo drin stand, dass es keine fliegenden Fische mehr geben soll. Aber ich habe den auch vorher schon mal wieder gehabt. Also gestern, glaube ich, oder heute auch sogar schon. Und jetzt wieder, wie wir gesehen haben, also so ganz gefixt, scheint mir das Ganze noch nicht zu sein. Aber gut. Passiert mir jetzt auch nicht so häufig, dass ich da jetzt großartig ein Problem mit habe. Manchmal hat man auch so Fische, die im Wasser selbst buggen und die dann da ein bisschen durch die Gegend zittern, aber solange man alles landen kann, soll mir das egal sein. Bitter wird es natürlich dann, wenn die Fische nicht landbar, das ist auch ein gutes Wort, ne? Nicht fangbar sind. Wie zum Beispiel bei den Alligatorhechten dann eben, wo man überhaupt gar keinen Druck aufbekommt, ja, dann lieber Druck und von mir aus den Fisch abreißen, weil man den nicht halten kann. Aber so ein Bug da, womit man dann da rumeiern muss, um den Fisch da irgendwie zu kontrollieren und der dann letztendlich doch abhaut, weil man überhaupt gar nicht die Spannung halten kann. Obwohl die Schnur natürlich absolut locker ist, aber man kann einfach nicht kurbeln. Also den Bug sollten die auf jeden Fall mal lieber fixen, als da irgendwelche fliegenden Fische, die man alle paar Jubeljahre mal sieht, ist jetzt nicht so ganz dramatisch, finde ich, wie so ein Game-Breaking-Bug. Da war gerade nochmal ein Biss, da ist auch schon wieder einer, aber er will nicht. Sträubt sich noch ein bisschen.
Mal gucken, ob wir Nachläufer haben, aber sieht, glaube ich, nicht so aus. Ne. Da ist nix. Dann werfen wir noch mal aus Richtung Crappy Gebiet und gucken, ob wir noch einen überlisten können. Sieht aber erstmal nicht so aus, aber wir kommen jetzt auch erst zu der Krautregion. Vielleicht schnappt sich da noch mal einer den Köder. Ja, nur das Kraut selber. Das ist heute sehr hungrig und gefräßig und hat unseren Nanospoon ebenfalls zum Fressen gern. Das Gute ist, dass sie noch nicht so weit den Realismus eingebaut haben, dass man jetzt mal seinen Köder säubern muss, nachdem man den durchs Kraut gezogen hat. Das nervt mich beim echten Angeln schon immer, dass ich da dann immer so ein Grünzeug dran habe und dann alles erstmal abpflücken muss, bevor ich da weitermachen kann. Aber wahrscheinlich ist das hier auch nur eine Frage der Zeit, bis sie auf den Trichter kommen. Boah, das wäre doch eine richtig gute Idee, genauso wie mit den Schnur abschneiden und nicht wieder stacken können. Immerhin gibt es jetzt die 1000 Meter Rollen und die 300 Meter Rollen. Also kann man zumindest die Rolle mal wieder ordentlich bespulen und nicht nur mit 150 Meter. Das ist schon mal ganz gut soweit. Aber gut, man hat dann halt immer noch die ganzen Schnurschnipsel, die dann entstehen, wenn man zwischen Rollen herwechselt oder auch wenn man die einfach neu bespult und dann, was weiß ich, ein paar Meter über hat. Oder halt dann 10-mal neu bespult und dann 10 Stacks hat, weil man vergisst, ob man die noch zu Hause hat. Also, ne? Ihr wisst ja, wie das ist. Aber ich würde sagen, einen Wurf machen wir noch und wenn da nichts passiert, dann... Lol, da habe ich ein bisschen weit nach links geworfen, weil ich da mit der Maus nachgezogen habe. Ah, da kam der Biss. Bringt mir leider nur nichts, wenn er nicht hängen bleibt. Aber gegen Abend, wie gesagt, wird es dann ein bisschen mau. Den einzigartigen Grad habe ich auch um 16 Uhr irgendwas gefangen. Da läuft es durchaus besser als so spät dann. Macht aber nichts. Wir haben ein paar Crappies gesehen. Den einzigartigen im Kescher, also auch für durchaus geringes Level schon zu finden. Ich weiß gar nicht, was die Route für ein Level hat, aber die dürfte dann auch nicht so hoch sein, wenn man die hier kaufen kann. 9. Okay. Aber ich glaube, man braucht auch Level 9, um hinzukommen, oder? Oder sogar Level 11. Also man müsste hier auf jeden Fall schon alles kaufen können. Würde doch keinen Sinn machen, wenn man hier immer reinpackt, was man hier nicht kaufen kann. Also, das alles möglich. Da muss man nicht warten, bis man hier die Leeches oder so für die Crappies hat. Aber ganz ehrlich, der Rot-Ohr-Sonnenfisch lohnt sich hier, glaube ich, sowieso am meisten. Aber auch der ist natürlich dann halt mit dem Krebs zu fangen. Ich weiß gar nicht mehr, was der für ein Level hat, aber auf jeden Fall eine gute Alternative, wenn man hier mal ein bisschen Ultralight-Spinning machen will, mal so ein paar einzigartige Crappies an Land zu ziehen. Das soll es aber gewesen sein von dem Video und deshalb bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Was genau wir da machen, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Ihr seid hoffentlich mit dabei und bis dahin sage ich Petri Heil, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.